Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir gehen hier auf einen weiteren Quest zu. Und zwar handelt es sich hier um den Eroberer. Ich suche nach... Du! Stentor? Ach komm schon, das hättest du sehen können. Malaka! Ich will dir helfen, du Idiot! Nicht nach Megaris! Nicht nach dem, was du getan hast! König Archidamos von Sparta schickt mich, um dir bei der Eroberung der Region zu helfen! So wenig vertraut er mir also. Und verlässt sich lieber auf einen verfluchten Söldner! Die Götter strafen mich mit deiner Anwesenheit. Wenn ich deine Bestrafung wäre, wärst du schon längst tot. Warum schicken die Könige dich? Ich habe meinen Bruder vermisst. Ich bin hier, um Sparta zu helfen. Stentor, bleib ganz ruhig. Ich bin hier als dein und Spartas Verbündeter. Wir haben doch schon zusammengearbeitet. Wir können es wieder tun. Deine Hilfe in Megaris mag die Region für Sparta gesichert haben. Doch ich verlor mehr, als ich gewann. Ich hätte dir damals nicht trauen sollen. Warum also jetzt? Ich bin nicht zum Spaß hier. Wie ist die Lage? Alles läuft bestens. Die böotischen Rebellen sind ein Problem, aber wir werden mit ihnen fertig. Was macht das spartanische Heer in Böotien? Wir belagerten die Athener, bis Kleon uns zurückschlug. Die Eroberung Böotiens würde seine Position schwächen. Der Wolf war tot. Ich wurde gebraucht. Ich konnte meine Männer nicht im Stich lassen. Du solltest den Göttern dafür danken, dass sie mich schickten. Dein Auftrag ist der einzige Grund, warum du noch lebst. Du bist kein Verbündeter, nur eine Waffe. Dann setze mich ein. Du bist der Aufgabe nicht gewachsen. Versuch's. Es gibt 4 böotische Helden, die für Athen kämpfen. Aristeos, Deianira, Nisea und Drakon. Glaubst du, du kannst sie töten? Ich würde gern sehen, wie du es versuchst. Ich sagte doch, wir kriegen das hin. Na dann, finde ich diese Helden und schalte sie aus. Ich bezweifle, dass das so einfach wird, wie du glaubst, aber ich bin froh, dass du inzwischen Befehle befolgen kannst. Wo finde ich diese mächtigen Böotier? Ich weiß es nur von 2. Es gibt Berichte, dass sich Aristeos in der Festung von Gla aufhält. Nisea wurde zuletzt in den Wäldern im Osten Thebens gesehen. Ich dachte, die Böotier hassen grundsätzlich jeden. Warum verbünden sie sich mit Athen? Sie sehen sowohl Sparta als auch Athen als Feinde an. Aber Athen war zuerst hier. Und sie schlossen eine kurzfristige Allianz. Was ist so toll an diesen Helden? Es sind nur 4 Sterbliche gegen das ganze spartanische Heer. Sparta hat seine Armee. Und Böotien hat seine Legenden. Sie sind ein Symbol für das, was dieser Ort einst war. Okay. Symbol. Je eher ich das erledige, desto eher erobern wir Böotien für Sparta. Wunderbar, das alles war das für der Untergang. Wie auch immer das ausgesprochen wird. So, wir machen dann gleich weiter hier mit der Eroberer. Willkommen zurück. Wir gehen hier auf einen weiteren Quest zu. Und zwar geht es hier um die Eroberer. Wir haben 4
titanische Bio... wie auch immer, Superkrieger erledigt. Und jetzt... gehen wir zu Stentor zurück und bringen mal die Nachricht. Mal sehen, was dann passiert. Zurück. Die Helden sind erledigt. Du solltest tot sein. Bist du enttäuscht? Die Götter bestrafen mich. Was hat nichts mit den Göttern zu tun? Nein, die Götter wollen dir helfen. Sie bestrafen dich nicht? Sie helfen dir. Was glaubst du, warum ich hier bin? Die Götter strafen mich, damit ich immer wieder zu treffen. So wie ich das sehe, hast du eine göttliche Einmischung dringend gebraucht. Ich habe keine Zeit für sowas. Sparta muss dieses Gebiet einnehmen, solange wir die Chance dazu haben. Bringen wir es hinter uns. Darin sind wir uns einig. Je eher ich dich loswerde, desto besser. Bist du bereit zu sterben? Oder du wirst bluten, Vogelmensch. Keine Angst, ich töte dich ganz schnell. Gegen mich hast du keine Chance. Ah!
Der Sieg ist unser! Okay, wie das Glück, dass ich hier war. Das bedanken wir dir. Aber mach nicht, kriegen wir ein bisschen Arsch. Der Sieg gebührt dir. Du hast uns gut geführt. Mein Vater hat mir alles beigebracht, was ich über die Heerführung weiß. Leider hast du ihn mir genommen, sonst hätte ich vielleicht noch mehr gelernt. Hör auf! Sag mir ja nicht, was ich tun soll. Ich habe hier das Kommando. Du hast meine Hilfe gebraucht. Bei den Göttern, wie kann man so arrogant sein? Kein Wunder, dass mein Vater dich verstoßen hat. Du weißt nichts über meine Familie. Ich weiß, dass er dich von einer Klippe stieß und mich wählte. Oh, Narve ist jetzt arrogant. Du bist nur ein Nachzügler. Ein schlechter Ersatz. Das werden wir noch sehen. Was meinst du? Nun, da wir die Athener auf dem Feld besiegt haben, ist es Zeit, mich um einen wahren Feind zu kümmern. Stentor, du... Deine Arbeit ist getan, Söldner. Und jetzt töte ich dich für das, was du mir in Megaris genommen hast. Warum machst du das? Weil du einfach nach Megaris marschierst, den verdammten Krieg ruinierst und dann ermordest du meinen Vater! Ich habe getan, was ich tun musste. Und das tue ich auch! Was hättest du denn davon, wenn du mich tötest? Rache, Gerechtigkeit, Frieden. Eins davon wäre schon genug, aber alle drei sind besser. Glaubst du, Rache betäubt deinen Schmerz? Glaub mir, das klappt nicht. Das ist der Punkt. Ich glaube dir nicht. Du musst das nicht tun, Stentor. Oh, aber ich tu's. Und nichts, was du sagst, wird mich davon abbringen. Das ist nicht das, was Nikolaus gewollt hätte. Woher willst du das wissen, Verräter? Ich bin kein Verräter. Du hast Sparta verraten. Du hast deine Familie verraten. Du hast meinen Vater getötet und mir ein normales Leben verwehrt. Du verdienst nichts außer meinen kalten Stahl.
der sich in dein Herz bohrt. Euch umzubringen, wird die alten Wunden nicht heilen. Pater! Hallo, Stento. Ich dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Er sollte für seine Taten büßen. Ich habe schon mehr gebüßt, als du dir vorstellen kannst. Es ist mir scheißegal, was du durchgemacht hast. Stentor, es ist vorbei. Ich verstehe nicht. Ihr seid zu Größerem bestimmt. Werde der Anführer, zu dem ich dich ausgebildet habe. Führe Spartas Heere und kehre siegreich zurück. Wie? Du bist ein ehrenhafter Mann, ein treuer Sohn und großer Krieger. Du wirst ein besserer Anführer sein, als ich es je war. Du hast es in dir. Das werde ich, Vater. Ich werde dich stolz machen. Das hast du bereits. Das hätte böse enden können. Alexios, ein Schatten liegt über Sparta. Sei vorsichtig, wenn du zurückkehrst. Martha und ich kommen schon klar. Wo war sie? Auf einem Thron. Klingt ganz nach ihr. Mögen die Götter über euch wachen. Was soll das alles für der Eroberer?